Metro betreibt im nördlichen Ruhrgebiet Deutschlands größten Handelslogistikpark mit einer Gesamtfläche von 235.000 Quadratmetern. Die Immobilie ist zentraler Bestandteil der neuen Logistikstrategie von Metro und vereint die neuen nationalen Zentrallager von Real und Metro Cash & Carry an einem Standort. Auftraggeber und Investor ist der Immobilienentwickler Goodman, der das Projekt konzipiert und an Metro vermietet hat. Als Bauunternehmer fungierte Goldbeck. Die Gebäude sind prädestiniert für eine Goldzertifizierung der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Vor diesem Hintergrund achtete man auch bei Türen, Toren und Verladetechnik auf Qualität und Nachhaltigkeit. Bei der Suche nach dem geeigneten Lieferanten fiel die Wahl auf Hörmann. Neben Qualität, Umweltaspekten und Preis entschied dabei vor allem das lückenlose Produktprogramm und die hohe Flexibilität. Denn die ersten 40 der insgesamt 407 Industriesektionaltore, Ladebrücken, Anfahrpuffer und Vorsatzschleusen mussten bereits kurz nach Vertragsabschluss geliefert und eingebaut werden. Die mit PU-Schaum ausgeschäumten Lamellen der Industriesektionaltore sind besonders robust und bieten eine gute Wärmedämmung. Ergänzt werden sie von hydraulischen Vorschubladebrücken vom Typ HRT, die ein stufenloses und zentimetergenaues Ausfahren des Ladebrückenvorschubs ermöglichen. Die ebenfalls zum Wunschtermin gelieferten 407 Vorsatzschleusen vom Typ LHP verfügen über doppelwandige Sandwichpaneele und bieten somit eine besonders gute Wärmedämmung. Vorsatzschleusen werden platzsparend vor die Halle gesetzt, sodass die Halle bis an die Außenwände voll nutzbar ist. Exakt im Zeitplan wurden auch die 13 Schnelllauftore im Innenbereich montiert. Für ein Maximum an Sicherheit im täglichen Staplerverkehr sind diese mit einem in die Zarge integrierten Lichtgitter ausgestattet. Dieses überwacht die Fläche unterhalb der Schließkante des Tores und lässt das Tor bei Gefahr automatisch stoppen. Nur bei Gefahr reagieren auch die 58 verbauten Feuerschutzschiebetore vom Typ FSD 90-1. Im Tagesbetrieb stehen sie platzsparend an der Wand und gewähren die volle Durchfahrtsbreite. Im Brandfall schließen sie automatisch und halten Feuer mindestens 90 Minuten stand. Den Fluchtweg sichern die daneben liegenden Brandschutztüren. Apropos, ebenfalls zum pünktlichen Lieferumfang zählten 250 Türen, darunter T90 und T30 Brandschutztüren, einbruchhemmende Türlösungen sowie Mehrzwecktüren aus Stahl. Fazit: Bei Metro überzeugte Hörmann mit einer großen Bandbreite an optimal aufeinander abgestimmten Produkten und die hohe Lieferqualität trug entscheidend dazu bei, dass am 28. Februar 2018 auch der letzte der vier großen Bauabschnitte an Goodman übergeben werden konnte. Pünktlich auf den Tag.